So, liebe Teilnehmer, einen wunderschönen guten Abend hier mal wieder zu einem Webinar der Firma Right VV GmbH als Stichwort Vermögensverwaltende GmbH. Das ist das Thema, welches uns hier immer brennend interessiert und was immer wunderbar von Right und den jeweiligen Protagonisten hier präsentiert wird. Der Felix war die letzten Male immer mit dabei. Heute wird es entsprechend der Daniel sein, der sich auch gleich vorstellen wird. Ich freue mich, dass er heute mit dabei ist und uns mal wieder zu dieser Thematik etwas Interessantes erzählt. Ich freue mich. Hallo, lieber Daniel. Der Screen von deiner Seite wird schon gezeigt. Der Ton ist auch schon da. Einen wunderschönen guten Abend und wir freuen uns auf deine Inhalte. Ja, hallo zusammen. Genau, heute mal nicht der Felix, der hatte kurzfristig einen kleinen Notfall und dann habe ich gesagt, Felix, kein Problem, ich kann das übernehmen. Wir wollen das Webinar ja auch durchführen und deshalb dürft ihr heute mit mir Vorliebe nehmen. Ich bin im Thema selbst auch drinne. Ich bin zwar, was die Rente angeht, nicht so weit wie Felix. Felix hat da deutlich mehr Erfahrungen und lebt das Modell auch, das wir heute vorstellen. Nichtsdestotrotz kann ich durch die Fakten führen und hoffentlich auch ganz viele Fragen bei euch in die Köpfe bringen, damit ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt. Ist ja auch ein wichtiges. Perfekt, perfekt. Den Risikodisclaimer hast du direkt da, ne? Genau, Genau, ja. dann würde ich jetzt also direkt mal den Risikodisclaimer, ne, wenn du den übernehmen möchtest, vorstellen möchtest, dann schieß gern los. Ja, lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was hier gesagt wird, hier geht es ja weniger um Traden, sondern vielmehr um GmbHs und eventuelle Steuerthematiken und alles, dass ihr das alles definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Handeln. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann natürlich auf der Website von Right oder aber eben natürlich auch bei JFT Brokers. Da seid ihr natürlich herzlich willkommen mit Fragen, Sorgen, Nöten, Anträgen und ja, wie gesagt, alles keine Handelsempfehlung. Ja, ganz genau. Gleichzeitig, wie du gesagt hast, geht ja auch um Steuern. Ich bin natürlich auch kein Steuerberater. Das heißt, das bitte auch nicht als Steuerberatung verstehen, sondern auch nur als Hinweise. Ja. Genau. Perfekt. Ja, genau. Das bin ich. Daniel, ich bin schon länger bei Right, jetzt fast 2 Jahre auch und leite hier das Marketing-Team. War davor auch schon in China viel unterwegs und Manager bei einem Blockchain-Consulting-Unternehmen. Und genau, seit 2 Jahren habe ich mich auch mit der Leidenschaft VV GmbH auseinandergesetzt. Ja, aber gar nicht so viel über mich. Und zwar, heute geht es um ja das Thema, wie man mit der VV GmbH gut im Alter Vermögen aufbaut. Ja, denn eins ist klar, immer weniger Rente für mehr Leben im Alter. Ja, also die Rente und die Rentenlücke, wer sich ein bisschen damit auseinandersetzt, der weiß, dass es da nicht so gut aussieht. Ja, auf der einen Seite redet man ständig darüber, das Alter zu erhöhen. Auf der anderen Seite gibt es viel mehr Alte, als es Junge gibt. Ja, und für viele herrscht da einfach eine gewisse Unsicherheit, was die Altersvorsorge angeht. Ja, denn ein großes Thema ist nämlich, dass man halt dass man im Alter ja auch einen Cashflow hat. Ja, die Rente ist ja eigentlich nichts anderes wie am Ende ja, oder nachdem man ja, fertig mit dem Arbeiten ist und dieses den Cashflow eines Gehaltes hat, dann weiterhin einen Cashflow bekommt für seinen Lebensunterhalt. Ja, und die gesetzliche Rente, ja, wer hier mal die Fakten hat, dass man später nur noch bei 47,5% vom damaligen Bruttolohn Durchschnitt landet, das sind einfach keine rosigen Aussichten. Das heißt, wer jetzt schon nach vorne blickt, der muss sich mit anderen Themen beschäftigen und sich eben privat damit auseinandersetzen, um für die Rente eben aufzubauen. Die meisten, die wahrscheinlich hier sind, machen das schon im Sinne von vom Investieren an der Börse, ja, egal welche Produkte man jetzt handelt, aber auch die Börse ist dann nur ein, ja, ein Zweck oder ein Mittel, ein Weg und ein anderer Weg oder sogar die Kombination aus beidem ist eben die GmbH und um die wird es heute gehen. Ja, hinzu kommt, dass man beim Vermögensaufbau extrem an den hohen oder mit den hohen Steuern verhindert wird. Ja, das heißt, wenn ich als Privatperson jedes Mal auf die Gewinne, die ich erziele beim Trading, die Abgeltungssteuer zahle in Höhe von 26,375%, dann baue ich natürlich viel langsamer Vermögen auf, als würde ich weniger Steuern zahlen. Und was da die Steuersätze sind und was man da einsparen kann über die Jahre, das schauen wir uns eben an. Ja, das heißt, die Lösung ist da. Wir nennen es Low Tax Investing. Ja, also Niedrigsteuer investieren klingt auch nicht so cool.
wie Low-Tax Investing. Im Prinzip ist es genau das Gleiche, mittels eben einer solcher GmbH. Also die GmbH ist hier eigentlich als Vehikel zu verstehen und meistens wird sie auch vermögensverwaltende GmbH genannt. Warum wird sie vermögensverwaltende GmbH genannt? Es ist erstmal ja, eine GmbH wie jede andere. Es gibt keine verschiedenen GmbH-Rechtsformen. Das ist nur umgangssprachlich für, was die GmbH eigentlich macht. Ja, die GmbH hat immer einen Gesellschaftszweck und der ist halt im Fall der vermögensverwaltenden GmbHs darauf ausgelegt, sein eigenes Vermögen zu strukturieren und Vermögen aufzubauen. Ja, weitere Merkmale sind bei so einer vermögensverwaltenden GmbH auch oft, dass es einfach nur einen Gesellschafter gibt. Ja, manchmal gibt es auch zwei, ein Ehepaar, das haben wir auch ganz oft bei Right, ja, dass man sich zu zweit zusammenschließt und gemeinsam als Paar eine GmbH gründet. Aber die sind halt meistens auch nicht unternehmerisch tätig im umsatzsteuerlichen Sinn und werden eben neben der Steueroptimierung eben auch für die Kostenoptimierung genutzt. Ja, das ist ganz wichtig. Und da kommen wir nämlich auch schon zu Tipp 1. Ich habe gerade schon gesagt, Steuer- und Kostenoptimierung. Der Tipp Nummer 1 ist nämlich, und das ist sehr wichtig zu verstehen, wie man eigentlich in der GmbH Steuern zahlt versus privat. Ja? Und zwar ist es so, dass man privat erst sein Einkommen hat, danach hat man das Steuern auf das Einkommen, danach bezahlt man seine Ausgaben mit, ja, wir nennen es versteuertem Geld. Ja? Das heißt also, alles, was ich bekomme, wird ja erst versteuert und danach kann ich investieren. Ja, also Einkommen minus Steuern, danach kann ich investieren. Und von dem Geld kommen natürlich auch noch Verbrauchersteuern dazu. Ja? In der GmbH ist es anders. Ja, da hat man erst die Einnahmen, dann hat man die Ausgaben und dann zahlt man erst auf den Gewinn Steuern. Ja, das heißt also, die Basis, wie man Steuern zahlt, ist schon eine andere. Privat mit versteuertem Geld und in der GmbH mit unversteuertem Geld und das hat auch einen sehr, sehr großen Hebel. Ja, da die Frage immer kommt, haben wir auch eine Slide. Ja, so welche Kosten kann man da so ansetzen? Es ist natürlich wichtig, was bei so einer GmbH eigentlich nur Kosten angesetzt werden können, die halt auch mit der Erzielung oder mit der Gewinnerzielungsabsicht der GmbH zu tun hat. Das heißt, wenn ich meine GmbH jetzt zum Vermögensaufbau benutze oder zum Trading, ja, dann kann ich keine Bohrmaschine da geltend machen, denn was hatten die mit dem Trading zu tun? Ja, was man aber sehr oft sieht und was sich auch sehr lohnen kann, sind ja Fortbildungen und Seminare im Bereich Trading. Ja, das Wort Gewinnerzielungsabsicht ist hier ganz wichtig. Das heißt, es muss nicht direkt einen Gewinn erzielen, sondern es muss nur die Absicht haben. Und wenn ich mich fortbilde, habe ich ja die Absicht, ja, meine Geschäftstätigkeit zu erfüllen. Genau das Gleiche ist auch mit Elektronik. Ja, man braucht natürlich auch Internetzugang oder einen Laptop, einen PC. Manche brauchen auch 6 Bildschirme fürs Trading und solche Sachen kann man da auch geltend machen. Ja. Tipp Nummer 2 ist, eben von diesen niedrigeren Steuersätzen zu investieren. Ja, wir haben von Kosten gesprochen und jetzt reden wir von den Steuersätzen. Und da ist es ganz wichtig, mal grundlegend erstmal die Steuersätze der GmbH zu verstehen. Ja, die GmbH hat grundsätzlich eigentlich zwei große Steuersätze Steuerarten, die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer. Ihr seht das hier links. Die Körperschaftssteuer ist bundesweit gleich bei 15%. Die Gewerbesteuer ist auch bundesweit gleich bei 3,5%, aber es gibt einen Hebesatz, der sich je nach Gemeinde ändert. Ja, ihr seht das hier, der Gewerbesteuerhebesatz reicht von 240 Schönefeld bis 490 München. Das heißt, München ist steuerlich gesehen teuer, Schönefeld ist steuerlich gesehen günstig. Ja, hier seht ihr das Beispiel für Berlin. Berlin liegt bei 410, das heißt, man multipliziert das Ganze und dann zahlt man noch den Soli. Ja, der Soli wurde ja leider noch nicht abgeschafft. Und dann landet man ungefähr bei 30%. Ja, man hat also die 30% erstmal auf alles, ja, in der GmbH. Und das klingt erstmal mehr, weil Abgeltungssteuer ist natürlich 26,375% plus Kirchensteuer. Das heißt, auf den ersten Blick wird die GmbH erstmal mehr besteuert. Aber es gibt halt einige Assets, die Freistellungen oder von Freistellungen betroffen sind. Ja. Und daraus resultieren sehr attraktive, effektive Steuersätze. Ja, das ist ja alles noch Grundlagen. Jetzt geht es noch nicht um Rente, aber das ist wichtig zu verstehen. Ja, wenn wir jetzt mal von oben runtergehen, dann haben wir bei der GmbH, die profitiert nämlich von 95%iger Steuerbefreiheit auf
Veräußerungsgewinne, also Aktienkursgewinne, nicht Dividenden, Aktienkursgewinne, und zahlt dann nur 1,5% statt privat die 26,38%. Ja, bei Termingeschäften sind wir bei 30%, da sind wir erstmal mehr. Aber Termingeschäfte gibt es seit 2021 eine Regelung, dass man nicht mehr alle Verluste privat mit dem Gewinn verrechnen kann. Und da kann man echt in Teufelsküche geraten, wenn man das nicht ja, balanciert. Und am Ende kann man sogar privat, wenn man Termingeschäfte tradet, mehr Steuern zahlen, als man überhaupt Gewinn gemacht hat. Ja, wer sich das ausgedacht hat, weiß ich nicht, wie man drauf kommt, kann ich auch nicht sagen. Macht Sinn, meiner Meinung nach nicht, aber es ist halt so. Und in der GmbH gilt diese Regelung, die sich auch Verlustverrechnungsbeschränkung nennt, eben nur eingeschränkt. Ja, den Rest macht euch da gern den Screenshot. Genau die gleiche Tabelle findet ihr auch auf der Webseite. Ja, aber nun zur Rente. Ja, ich habe von eben schon angefangen. Rente ist ja nichts anderes als ich brauche einen Cashflow im Alter. Das heißt, ich muss mir etwas aufbauen, was im Alter, wenn ich kein Gehalt mehr beziehe durch mein Einkommen, brauche ich irgendwas, eine Spardose, brauche ich irgendwas, was mir Cashflow generiert. Ja, und wir schauen uns immer eben an, wie die GmbH da einen stabilen und längeren Cashflow aufbaut mit den gleichen Sachen. Ja, wenn ihr an der Börse tätig seid, die gleichen Sachen, die ihr jetzt schon macht. Ja, und ihr könnt euch das auch so ein bisschen vorstellen wie eine Spardose. Ja, so eine GmbH funktioniert am allerbesten, wenn man Geld ganz lange reingibt, es dort also Geld einzahlt, da auch die Kosten von privat in die GmbH rein verschiebt, so viel es geht, ja, damit man das private Geld, was man an den Kosten spart, theoretisch, ja, wenn man ganz fuchsig ist, auch noch mal reingibt in die GmbH und dort die Gewinne erstmal nicht auszahlt, sondern solange es geht, immer wieder reinvestiert. Denn man hat auf die Assets in der GmbH eben die geringeren Steuersätze. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Aktien verkaufe, zahle ich viel weniger Steuern und es bleibt viel mehr Geld übrig, das ich reinvestieren kann. Ja? Das heißt also, man schiebt Geld rein und man sieht es ja, wie gesagt, so als Spardose. Und es lohnt sich, wie gesagt, je länger man diese Struktur ja, betreibt. Und jetzt kommt natürlich bei den meisten die Frage auf, wie man dann Geld in die GmbH reinbekommt. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Also am Anfang zahlt ja jeder ein Stammkapital. Ja, davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Die 25.000, die können übrigens auch nur zur Hälfte eingezahlt werden, 12,5. Aber was viele nicht wissen, dieses Stammkapital kann auch direkt zum Trading benutzt werden. Das heißt, diese 25.000 müssen nicht irgendwo abgeparkt werden, sondern mit denen kann man auch direkt, die kann man sozusagen direkt aufs Depot überweisen und davon ja, am Finanzmarkt was kaufen. So, jetzt gibt es das Nachrangdarlehen, das ist somit die beste Möglichkeit. Ja, und zwar gebt ihr als Gesellschafter, ja, und gesellschaftender Geschäftsführer, gebt Geld in eure GmbH. Dieses Geld benutzt die GmbH, um zu investieren. Ja, das ist ein Weg. Die Zuführung zur Kapitalrücklage ist auch ein Weg, so erhöht man das Eigenkapital. Allerdings ist das so, dass man das dann erst wieder also ja, auszahlen kann, wenn alle Gewinne ausgeschüttet sind. Also wenn alles weg ist und nur noch das Eigenkapital da ist, dann kann man sich wiederholen. Deshalb ist das Nachrangdarlehen da besser. Ja, Nachrangdarlehen, Gesellschafterdarlehen ist im Prinzip dasselbe. Nachrang hat noch so einen kleinen Zusatz, wo es dann darum geht, wann es ausgezahlt werden soll im Insolvenzfall. Ja, da müssen wir jetzt aber nicht zu arg drauf eingehen. Dazu haben wir zum Beispiel auch Videos auf unserem YouTube-Kanal, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt. Aber es geht ja auch um die Rente. Wie man das Ganze dann zurückzahlt, und zwar ist es so, dass man dieses Gesellschafterdarlehen, das man dann reingibt, kann man steuerfrei wieder zurücktilgen. Das heißt, ihr gebt 100.000 Euro rein. Diese 100.000 Euro, die man reingegeben hat, die kann man sich steuerfrei zurücktilgen. Man zahlt da Zinsen drauf. Ja, man zahlt da Zinsen drauf als GmbH. Das heißt, man zahlt sich selber Zinsen sozusagen. Also die Gesellschaft zahlt an die Person dann Zinsen. Die Zinsen sind dann aber auch wieder Kosten in der GmbH und verringern sozusagen den zu versteuernden Gewinn. Ja, ich lese hier gerade eine Frage, die gerade passt eigentlich. Gilt das alles auch für eine UG? Ja, theoretisch gilt das auch alles für eine UG. Wir reden hier von Kapitalgesellschaften.
Die GmbH sehen wir als da am geeignetsten ein, aber theoretisch geht's mit jeder. Ja? Genau, und nach der Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen gibt es dann noch andere Wege. Ja, zum Beispiel das eine ist dann Gehalt, was wir uns dann gleich nochmal anschauen. Das Gehalt ist dann eben entscheidet, wenn man keins mehr von einem Arbeitgeber bekommt, kann man sich dann eben aus seiner Spardose jeden Monat ein Gehalt auszahlen. Und hier ist auch eine Sache, und zwar zahlt man, wenn man mehr als 50% der Gesellschaft hält, zahlt man keine Sozialversicherungsbeiträge. Ja, das heißt, man zahlt also nur die Lohnsteuer. Ja, das heißt, man zahlt da nicht so viel Steuern, wie man es davor kennt. So, und wir haben jetzt auch mal ein Beispiel für euch mitgebracht. Wir haben einen Aktienrechner, mit dem ihr auch im Nachhinein gerne rumspielen könnt, falls ihr den noch nicht kennt. Und zwar haben wir hier mal angefangen mit einem Anfangsinvestment von 20.000 Euro. Man spart eben jeden Monat 600 Euro. Ja, man gibt jeden Monat 600 Euro rein und hat halt eine sehr hohe Spardauer von 35 Jahren. Ja, das ist jetzt für jemand, der mit rund um die, 30 anfängt. Man kann natürlich auch mit 20 anfangen, dann kann man auch mit 55 in Rente gehen. Aber mit den Sachen kann man natürlich rumspielen. Wir sind auch hier von einer sehr konservativen Rendite ausgegangen, von 5%. Und wir wollen uns nach dieser Spardauer, ja, nach dieser Spardauer von 35 Jahren, wollen wir uns monatlich 3.333 Euro netto auszahlen. Ja, also 40.000 Euro netto im Jahr. Ja, 33.000 Euro netto. So, und hier, was wir hier sehen, man sieht den grünen Graph, der die GmbH symbolisiert, und man sieht den ja etwas dunkler braun, je nach Augenstärke, Graph, der das Privatvermögen widerspiegelt. Und was man jetzt hier schön sehen kann, das Betriebsvermögen baut sich am Anfang noch langsamer auf. Warum? Weil die GmbH natürlich was kostet. Ja, ihr müsst natürlich da auch Kosten mit einberechnen. Ja, aber nach einer gewissen Zeit durchbricht dieser Kostennachteil, weil man eben die Steuervergünstigung hat. Das heißt, man baut dann am Ende nach den 35 Jahren mehr Vermögen auf, sondern dann tilgt man das zurück. Ja, dieser orangene Balken ist die Tilgung oder die Rückzahlung des Darlehens, und danach zahlt man sich ein Gehalt aus. Und man sieht jetzt hier eben, man hat eine, ja, man kann 1,3 Millionen Euro mehr netto konsumieren, wenn man die ganzen Zahlen, also wenn man das hier, die 20.000 Euro 600 sozusagen immer in der GmbH gemacht hätte, anstatt eben privat. Ja. Und das auch, der Graph, den seht ihr auch, der ist da drunter. Wir splitten den immer, damit es nicht beides in einer Folie ist. Ja, der ist so zu verstehen, dass man, also der Steuergraph, hier auch wieder die gleichen Farben, dass man in der Anfangsphase zahlt man, guck mal, bis zum Jahr 14 zahlt man in den GmbH keine Steuern, weil die Kosten hoch sind. Ja, und man hat am Anfang nicht genug Gewinne, um überhaupt Steuern zu zahlen. Dann geht es langsam hoch die Kurve geht langsam hoch, während ihr im Privatvermögen ja jedes Mal, wenn ihr neue Aktien kauft, werdet ihr ja jedes Mal mit den 26% besteuert. Ja, und dann am Ende zahlt man mit der privat keine Steuern mehr, weil man halt kein Vermögen mehr hat. Ja, und die GmbH ist dann fast gleich, weil das Gehalt immer gleich bleibt und die Umschichtung immer weniger. Und am Ende ist es auch das GmbH-Depot leer. Ja, also testet das gerne einfach selber mal aus. Die ganzen Variablen, also es ist alles variabel. Ihr findet ihr auf white.capital/Aktienrechner. Ja, und das ist eben der Effekt, den ihr habt, den ihr gerade gesehen habt. Den Zinseszinseffekt, den kennt ihr jeder, der hier anwesend ist, da bin ich mir sicher. Ja, man unterschätzt einfach die Summe der Rendite, die nach einer sehr langen Zeit da drauf kommt. Ja, das ist jetzt ein Beispiel von einem ETF. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, so ETF-Rechner gibt es ja auch. Und wir haben das eben nachgebaut für GmbH versus Privat. Und da sieht man halt, wie groß die Rendite da sein kann. Ja, also es ist einfach nochmal so eine Visualisierung vom Zinseszinseffekt, der halt oft die Vorstellungskraft übersteigt. Und das sieht man eben ganz gut in diesem Graph, ja, wenn es um die GmbH geht. So, wofür die GmbH auch sehr spannend ist, ist die Erbschaft. Ja, also wenn man jetzt Familie hat, zum Beispiel Kinder,
dann kann sich die GmbH auch sehr lohnen, dann, weil man die Kinder dann sehr früh über Geschäfts-, also GmbH-Anteile schon am Vermögen teilhaben lassen kann. Man kann sich so smart oder klug aufstellen und kann, je nachdem, wie man es plant, immer die Schenkungsfreibeträge ausnutzen und hat somit auch ein sehr gutes Vehikel, um viel Vermögen zu vererben, ohne viel Steuern zu zahlen. Plus, wenn man das über mehrere Generationen macht, baut sich ja immer mehr auf. Ja, wir haben hier eben ein Interview mit einem unserer Partnersteuerberater, Thomas Breiden. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Sucht einfach mal auf unserem YouTube-Channel nach Erbschaft in der GmbH. Und wir haben ein Webinar, wo es um den Notfallkoffer geht, mit unserer Partneranwältin Laura Völkel. Da geht es darum, was passiert eigentlich in. Man muss ja ab und zu mal den Worst Case einfach wissen. Da geht es darum, wenn man verstirbt, was da mit so einer GmbH passiert. Ja. Zusammengefasst, wie beginnt man da jetzt am besten? Und zwar, ja, man gründet die GmbH erstmal, dann schließt man einen Rahmenkreditvertrag ab. Das heißt, man bringt Geld in die GmbH rein, man versucht die Kosten zu verschieben, wenn es geht. Man versucht private Konsumeinsparungen in die GmbH auch einzulegen, was ich vorhin gesagt habe. Ja, dann kauft man die Assets, man reinvestiert die immer wieder, je länger, desto besser. Ja, also ganz klar gesagt werden muss auch, dass sich die GmbH nicht lohnt, wenn man jetzt 2, 3 Jahre traden möchte. Ja, da muss man schon einen langen Horizont mitbringen. Genau, und dann die Auszahlung auch eben so lange wie möglich gering halten, damit sich das immer mehr aufbaut. Und am Ende kann man sich das halt auch dann monatlich immer schön als Gehalt auszahlen lassen. Und das Schöne ist ja auch, dass man sich da das Gehalt dann auch anpassen kann, je nach Gebrauch. Je nach Lifestyle will man natürlich auch vielleicht ein höheres Gehalt als 3.333 oder auch weniger. Das liegt natürlich ganz im Individualfall an. Ja? Und genau dabei wollen wir halt helfen. Und wir gründen zum einen GmbHs. Ja, wir haben da eine digitale Plattform, wo man sich auch einloggen kann. Und dann sieht man zu jeder Zeit, ja, man spricht mit unserem Team. Wir haben bis jetzt circa 900 GmbHs schon gegründet. Das heißt, wir haben da ein bisschen Erfahrung mit und wir machen das so einfach wie möglich für die, die gründen wollen. Ja, das heißt, wir organisieren die Notartermine, wir stellen die ganzen Verträge, die von unseren Anwälten erstellt wurden und von unseren Steuerberatern. Und wir haben da einfach einen standardisierten und digitalisierten Prozess draus gemacht. Ja, also wer sich für eine Gründung interessiert, der kann sich gerne bei uns melden. Kann man auch alleine, muss man auch sagen, man kann es natürlich auch alleine machen, aber Fehler, die man vielleicht im Gesellschaftsvertrag macht, die können oft teuer werden. Ja, wem es nicht schnell genug gehen kann, der kann bei uns auch sogenannte Vorratsgesellschaft kaufen. Ja, das ist einfach eine fertig eingerichtete GmbH. Da kann man auch schnell loslegen, wenn man es nicht abwarten kann. Ja, was noch viel wichtiger ist, na, so eine GmbH kommt ja mit jährlichen Pflichten und diese Pflichten beinhalten den Jahresabschluss, die Buchhaltung, ja, die Eröffnungsbilanz. Man muss das jedes Jahr im Bundesanzeiger offenlegen und man muss die Steuererklärung machen. Ja, und das ist auch immer so, ist auch eine Sache, die GmbH früher auch immer sehr, sehr teuer gemacht hat. Ne, wenn Steuerberater, gerade Steuerberater, die sich vielleicht weniger mit dem Trading beschäftigen, mit Wertpapieren, Optionen, ne, da gibt es ja mittlerweile genug verschiedene Produkte und auch komplexe Sachen, und die sich damit nicht so gut auskennen. Und wir haben da eben im Hintergrund ein Partnernetzwerk von 11 Partnersteuerberatern, die sich darauf spezialisiert haben. Und eine Sache, die bei uns dann raussticht, ist die Automatisierung. Genau, die Automatisierung von der Wertpapierverbuchung. Ja, das heißt also, wenn ihr bei JFD ein Depot habt, dann könnt ihr das mit unserer Software verbinden und wir erstellen dann den Jahresabschluss mehr oder weniger automatisiert. Ja, denn man muss, wenn man eine GmbH hat, muss man jeden einzelnen Trade in die Bücher packen. Und das wäre, ja, könnt ihr euch vorstellen, wenn ein Steuerberater 500 Trades oder ja, keine Ahnung, 1200 Trades im Jahr händisch manuell einbuchen muss und euch nach Stunden abrechnet, dann kann das Ganze mal sehr schnell sehr teuer werden und ist natürlich auch fehleranfällig. Und wir haben uns gedacht, warum gibt es da eigentlich gar keine Software dafür? Denn das muss ja jeder Steuerberater eigentlich gleich machen. Ja, und dafür haben wir das gebaut. Das heißt, man kann
egal was traden und am Ende kommt da ein sehr effizienter Jahresabschluss und die Steuererklärung bei raus. Ja. Und das Ganze sieht dann so aus. Ja, bei uns zum Beispiel, da könnt ihr einfach gebt ihr einfach euer JFT Brokerage Account ein, eure Nummer und dann da haben wir auch einen Guide dazu geschrieben und dann geht's los. Das heißt, wenn ihr das vielleicht schon habt, wenn ihr so eine GmbH schon habt und ihr wollt da eure Kosten senken, die ihr jedes Jahr zahlt an Steuerberater, dann sind wir da auch gerne dabei. Ja, das war's eigentlich schon. Ich bin da jetzt ganz gut durchgekommen. Ich würde jetzt mal noch einen kurzen Blick auf die Fragen werfen. Ja, und dann wären wir eigentlich für heute schon durch. Wie gesagt, wir haben dazu auch noch viel mehr, noch viel mehr Material. Man kann dieses Webinar auch 1,5 Stunden lang machen, aber dann sind es so viele Informationen, die man meistens gar nicht auf einmal alle verarbeiten kann. Deshalb hoffe ich, dass es ein ganz guter Einstieg war. Ja, also ich habe zum Beispiel hier eine Frage: Zahle ich als Geschäftsführer auch Krankenversicherung? Wenn ja, muss ich mal kurz ausklappen. Wenn ja, muss ich mich privat versichern? Genau, also das habe ich vorhin gesagt: Wenn man mehr als 50% der Gesellschaft hält, dann zahlt man auf das Gehalt, das man sich aus der GmbH zahlt, keine Sozialversicherung. Wenn man natürlich in jedem Jahr noch angestellt ist bei einem anderen Unternehmen, was man definitiv machen kann, ja, also nur weil man seine eigene GmbH gründet, muss man seinen Job nicht aufgeben. Das läuft parallel. Die GmbH für sich selber ist ja nur vom Vermögensaufbau da. Dann muss man das da nicht. Genau. Noch mal kurz, ich kann ja auch noch mal einhaken. Also hier oben war noch eine interessante Frage, ob man eben auch mehrere Darlehen der GmbH geben kann. Also eins jetzt und dann später noch mal für die Einlage kam hier zum Beispiel noch mal als Frage. Also ihr habt da theoretisch natürlich Freiheit. Ich meine, im Endeffekt schließt du mit dir selber ja die Verträge ab. Ne, da gibt's ja keine dritte Partei, die man da fragen muss. Wir empfehlen, also es die Möglichkeit Gesellschafterdarlehen, also einfach ein einmaliges 25.000 Euro zum Beispiel rein. Ja, aber es gibt eben auch diese Rahmenfunktion. Das heißt, ich lege am Anfang einen Rahmen fest, zum Beispiel 100.000 Euro, und dann kann ich mal 10.000 Euro einzahlen, mal 20.000 Euro anzahlen, mal 30.000 Euro. Wenn dieser Rahmen voll wäre, könnte man natürlich auch einen weiteren abschließen und sagen: Hey, ich habe jetzt nochmal irgendwas bekommen, geerbt vielleicht oder genau eine Abfindung gab es für eine auch noch eine Frage. Die kann man dann eben auch nochmal rein transferieren. Ja, also das ist mit dem Rahmenkreditvertrag ist es sehr, sehr flexibel. Hier unten kam jetzt noch eine Frage, die kann man ja schon quasi mit beantworten. Kann ich mit 50.000 Euro plus 25.000 Euro Stammkapital eine GmbH gründen, wenn ich auch anfangs keine 300 Euro zusätzlich ansparen kann? Ich denke, das kann man ganz klar mit Ja beantworten, weil die Ansparung der 300 Euro monatlich ist ja nur ein Vorschlag von eurer Seite, ne? Oder generell ja, muss ja nicht sein, oder? Genau, also es ist ganz wichtig, dass man sich das ausrechnet. Ja, weil also ich will hier keine verleiten dazu. Die GmbH lohnt sich nur, wenn man mehr Gewinne erzielt, als sie kostet. Ja, das ganz klar gesagt. Die ist nicht für jeden. Aber hier kommt auch ganz stark auf den Anlagehorizont an. Ja, wenn du sagst, du nimmst dir 30, wenn du sagst, du nimmst dir 30 Jahre Zeit, dann kann sich das auf jeden Fall lohnen. Wenn du sagst, ich brauche nach 8 Jahren da die Kohle, dann kann es sich vielleicht nicht so lohnen. Ja, also ich hoffe, die Frage beantwortet es. Aber auch hier gern mal nochmal in den Aktienrechner und dann einfach mit dem Anlagehorizont rumspielen. Ja, perfekt. Oben war noch, warte mal, wo ich selber, warte mal, jetzt kommen so viele Fragen rein, wir machen mal doch unten schnell weiter. Ja. Hier war, kann man auch nur die Automatisierung und Jahresabschluss buchen, also Automatisierung wahrscheinlich das Auslesen der Trades und die sonstige Buchhaltung DATEV-konform selbst machen und dann eben an den Steuerberater übermitteln, also so halb-halb. Ja, nein, also das machen wir sehr ungern, weil der Steuerberater muss es am Ende ja eh nochmal prüfen. Ja, und wenn die Daten von uns kommen, dann gehen die von uns auch direkt an den Steuerberater und da muss man sich auch dann selber nicht mehr drum kümmern. Ja, das heißt, das ist eigentlich soweit, der Prozess steht da soweit fest. Es gibt allerdings zwei Optionen, wenn man einen Steuerberater hat, den man nicht verlassen möchte. Ja,
Dann gibt es auch die Option, dass die Automatisierung genutzt werden kann bei uns, aber eben an euren Steuerberater dann weitergeleitet wird. Das sind dann aber nur wirklich nur die Depotdaten und der macht dann den Jahresabschluss und wie viel der dann natürlich verlangt, das können wir nicht beeinflussen. Ja. Ich würde noch eine Frage, also ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Ich würde noch eine Frage nehmen, bevor ich los müsste, und zwar den hier, weil den kriege ich auch sehr oft. Und zwar, welchen Zinssatz wird dafür angesetzt, was die GmbH zahlt? Ja, also wir haben ja gerade schon viel über dieses Gesellschafterdarlehen gesprochen. Zinssatz, und zwar muss der fremdüblich sein. Das heißt, man muss einen Zinssatz vereinbaren, der, ja, diese Fremdüblichkeit ist ein Begriff, ja, einhält. Ja, das heißt, ich kann also nicht sagen, ich mache keine Zinsen, weil wer würde dir, also würde dir eine dritte Person ein Darlehen geben mit 0% Zinsen? Sehr unwahrscheinlich, das ist nicht fremdüblich. Genauso aufwärts, wenn du denkst, boah, ich nutze es jetzt, um hier mein Geld aus der GmbH zu bekommen. 30% Zinsen sind eigentlich auch sehr, sehr, sehr utopisch. Ja, also da richten sich die meisten eigentlich nach dem Euribor und machen da plus 1-2%, ja, so in die Richtung. Hier geht es ja wahrscheinlich auch darum, wie dann im Prinzip die Zinsen, die ich ja darauf bezahle, die müssen ja dann auch wieder besteuert werden, sozusagen. Wahrscheinlich ist ja da auch die Frage darauf angelehnt. Okay. Es kommt noch eine Frage rein, aber ich habe schon, oder ich mache es nochmal jetzt einen Screenshot quasi von den aktuellen Fragen, die jetzt noch offen sind und würde die euch dann eben auch weiterleiten, sodass wir die vielleicht gleich beim nächsten Webinar direkt am Anfang mal direkt mit einarbeiten. Und da kommen nochmal ordentlich andere Fragen. Was man natürlich auch machen kann, ihr könnt jederzeit auf unsere Webseite gehen und könnt da ein kostenloses Informationsgespräch buchen. Na, da sind dann meine Kollegen und die gehen da mit euch nochmal ein bisschen genauer ein. Also wenn ihr da Fragen habt, dann bucht da gerne ein kostenloses Informationsgespräch, nennen wir das, einfach auf Rightpoint Capital. Und wir haben auch einen Live-Chat zum Beispiel. Da können dann meine Kollegen nochmal genau drauf eingehen. Ich versuche in den Webinaren immer die Fragen rauszupicken, die sehr ja, oberflächlich oder die sehr, 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 ja, sehr weit sind, da ich immer denke, dass es den meisten hilft. Genau, perfekt, super. Ja, dann erstmal heute vielen Dank. Wir werden das Webinar auf YouTube, weil viele Fragen kamen, ob es dann diese Aufzeichnung wieder gibt, weil dann auch einige zwischendurch wieder los mussten. Ja, wir werden das auf YouTube wieder hochladen. Da gibt es eine Playlist von euch, von Right. Und da einfach schauen, YouTube-Kanal JFD Brokers, einfach bei YouTube googeln und dann findet ihr das relativ zügig. Daniel, dir vielen Dank für die heutige Vorstellung und ja, nächsten Monat geht es weiter mit Right. Wieder ein schönes Webinar und wie gesagt, die Fragen werden wir dann, denke ich, da in irgendeiner Art und Weise mit einarbeiten. Bis dahin, euch einen wunderbaren Abend, dir auch und bis zum nächsten Mal. Bye bye und Vielen ciao. Dank, hat Tschüss. Spaß gemacht. Bis dann, ciao. Ciao.